Um diesen Zylinder in den Sand zu stecken, muss ich eine gewisse Kraft anwenden. Um ihn aber tiefer zu drücken, könnte ich zum Beispiel eine größere Kraft anwenden oder eben dafür sorgen, dass die Kontaktfläche etwas kleiner ist. So ist es einfacher, den Körper in den Sand zu versenken. Genauso für diesen Ziegelstein im Sand. Um den Ziegelstein tiefer in den Sand zu drücken, muss man entweder die Kraft erhöhen oder die Kontaktfläche verringern. Also wird die Kraft größer, dann steigt auch der Druck. Wird die Kontaktfläche kleiner, dann steigt der Druck auch. Und demzufolge definieren wir Druck wie folgt. Wirkt eine Kraft F auf eine Fläche mit Inhalt A, so entsteht ein Druck, klein p, definiert durch p gleich F auf A. Ein Druck wird in Pascal pa ausgedrückt. Also die Einheit von einem Druck, das ist Pascal. Und je nach dieser Definition gilt, ein Pascal entspricht einem Newton geteilt durch ein Quadratmeter. Diese Kraft nennt man Druckkraft. Wir behalten diese Formel P gleich F auf A. Die Einheit vom Druck ist Pascal zu Ehren des französischen Mathematikers und Philosophen Blaise Pascal.